Das ist der 2022 Volkswagen VW Touran. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist der Volkswagen Touran. Ich freue mich ganz besonders, den Touran nochmal bekommen zu haben. Man weiß ja gar nicht, wie lange VW ihn noch bauen will. Es ist mal gesagt worden, lapidar, solange die Nachfrage ist. Aber er ist natürlich einer der letzten seiner Art überhaupt als Kompaktvan. Ne? So hieß das Segment ja mal. Und zwar gefüllt von Mitbewerbern. Mittlerweile ist das sehr ausgedünnt. Vans gibt es noch, aber nicht in der Kompaktklasse. Zwei Mitbewerber hätte ich für euch. Das wäre einmal der Ford S-Max, den es noch gibt, oder den S-Max, je nachdem, wie ihr es wollt, und den Dacia Jogger, wobei der ja relativ neu ist. Der VW Touran wurde als zweite Produktgeneration im März 2015 in Genf erstmals vorgestellt. Er wird in Wolfsburg gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2015 alle 5 Sterne bekommen. VW bietet den Touran zu einem Basislistenpreis von 36.250 Euro an. Unser Testwagen hier in der höchsten Ausstattungslinie mit dem sportlichen Exterieurpaket und ziemlich vielen Optionen im Innenraum, der hat einen Listenpreis von 60.400 Euro. Ich habe das Auto wie immer für euch konfiguriert. Die Konfiguration findet ihr auf unserer Homepage und die ist unten im Videobeschreibungstext verlinkt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ey, so ein Diesel jetzt noch mal fahren, ne? Oh, das wäre schon eine feine Sache und ich brauche ja auch ein Auto für meinen Wohnwagen und überhaupt, das wäre schon ganz gut für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, dann überlegt doch mal, ihr müsst ihn ja nicht kaufen, ihr könnt ihn auch leasen und wenn ihr ihn least, dann am besten über unseren Partner leasingmarkt.de. Die suchen immer die besten Leasing-Angebote aus dem Internet zusammen, kredenzen sie euch auf ihrer Seite. Und alles, was ihr machen müsst, ist unten hier unter dem Video den ersten Link folgen. Der bringt euch nämlich zu den VW Touran Leasing-Angeboten. Da wählt ihr das Angebot eurer Wahl aus und könnt kostenlos und unverbindlich ein Angebot anfragen. Leasingmarkt.de, der erste Link unter unserem Video. Unter der Robe des 2022 Volkswagen Touran 2,0 TDI DSG befindet sich ein 2 Liter rein 4-Zylinder Turbo-Diesel. Der Diesel leistet 150 PS und hat ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter, welches zwischen 1600 und 2750 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels 7-Gang DSG, also einem Automatik-Doppelkupplungsgetriebe. Der Testwagen hat Frontantrieb. Unser Fahrzeug beschleunigt von 0 auf 100 in 9,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 206 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 5,6 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 147 Gramm pro Kilometer. Vollgetankt mit 58 Litern Diesel kommt man im Idealfall 1030 Kilometer weit. Optional kann man den Touran auch noch mit einer Benzin- und einer leistungsschwächeren Dieselmotorisierung bestellen. An den Ausstattungslinien merkt man, dass es ein klitzekleines Auslaufmodell ist, der Touran. Es gibt nämlich nur noch 2 Ausstattungslinien, Komfortline und Highline. Highline ist die höhere Ausstattungslinie und die lässt sich, wie in unserem Fall hier schön zu sehen, noch mit der Airline kombinieren, mit einem Airline Exterior Paket. Und das wiederum gibt es dann noch mit so einem Black Paket. Auch das hat unser Testwagen. In der einfachen Ausstattungslinie kommt das Fahrzeug aber noch mit, man glaubt es kaum, Halogensteinwerfern an der Front. Bei uns hier in der Highline gibt es dann aber schon die LED-Steinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. So, wie hier zu sehen. In der Basis steht das Fahrzeug auf 16 Zoll Alufelgen. Zur Highline würden eigentlich 17 Zöller gehören. Wir haben aber hier die optionalen 18 Zöller am Fahrzeug. Wir haben eine Bodenfreiheit von eben ausgemessen 16 cm. Man kann sich das Fahrzeug in 9 Farben konfigurieren. Davon sind 8 mit einem schwarzen Dach, wie bei uns hier zu sehen. Ja, ihr seht es jetzt nicht, aber mit einem schwarzen Dach kombinierbar. Genau. Und die Farbe unseres Testwagens, das ist das Delfingrau Metallic. Ja, wir haben
schon lange kein VW-Diesel mehr gehört. Hier ist es aber soweit. Und sie zeigen sogar noch Auspuffrohr doppelflutig auf der linken Fahrzeugseite. Die LED-Rückleuchten, die ihr hier seht am Touran, die sind optional, muss man sich extra bestellen. Und ich versuche euch hier alle Funktionen wenigstens einmal zu zeigen. Mit der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne das Fahrzeug natürlich fair- und entriegeln. Fair-Riegeln sieht man hier sehr schön an den angeklappten Spiegeln. Aber ich kann auch die Fenster öffnen und schließen. Hätte ich hier das optionale Glaspanoramadach, würde sich das auch noch öffnen bzw. schließen. Ja, wir haben auch die optionale Keyless Entry Option hier, die greift aber nur an den Vordertüren. Da muss ich nur meine Hand an den Griff legen, wenn ich den Schlüssel in der Tasche habe. Und schwuddup, entriegelt sich das Fahrzeug. Ja, ich habe schwuddup gesagt. Was ich immer nicht verstehe, es heißt ja, die Leute wollen keine Minivans mehr haben, sondern sie wollen alle SUVs. Da steigt man höher ein, sieht ein bisschen besser wegen der höheren Sitzposition. Das ist doch hier genauso. Ich steige auch ein bisschen höher, sehr bequem ein. Und ich habe hier auch eine gute Sicht. Warum kaufen wir denn angeblich diese Autos nicht mehr? Oder ist ja nicht angeblich. Herzlich willkommen im Innenraum hier von unserem Testwagen, dem Volkswagen Touran in der Highline-Ausstattungslinie. Und schaut einmal in die Konfiguration. Vieles hier ist aufpreispflichtig. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Und der beginnt ja immer am Armaturenbrett. Das ist hier ein weicher Werkstoff bis zur Scheibe hinten hin. Und ja, ein weiches Kunststoffmaterial. Darunter dann die Applikation hochglänzend schwarz und da haben wir dann nochmal einen weichen Werkstoff. Der Deckel vom Handschuhfach, der besteht aus hartem Kunststoff, genauso der Bereich daneben. Ist im Fußraum einmal hochgeschwenkt und ein Teppich und daran anschließt sich dann hier ein harter Kunststoffbelag bis hin zur Mitte. Die Mitte einmal runtergeschwenkt, hochglänzend schwarz auch rundherum und ins Infotainment System und hier auch als Rahmen für die Klimasteuerung. Eigentlich überall, wo man Rahmen ziehen kann, bloß hier hinten dann nicht mehr. Da haben wir aber wieder den schnöden, harten Kunststoff. Die Armlehne ist mit Stoff bezogen und die Sitze außen auch mit Stoff. Die Sitzbahnen dann allerdings mit Alcantara. Und die Kopfstütze ebenfalls mit Stoff bezogen. In den vorderen Türen oben auch ein weicher Werkstoff. Dann hier hochglänzend schwarz wieder als Applikation. Stoff haben wir hier auch auf der Armlehne. Und im unteren Bereich, das ist dann aber harter Kunststoff wieder. Aus hartem Kunststoff besteht auch die A-Säule. Der Himmel hingegen, der ist mit Stoff bezogen. Und ich spüre da auch eine leichte Unterschäumung. 2015, als der Touran vorgestellt worden ist, da war ich auch dabei bei der Fahrveranstaltung. Da habe ich immer noch gesagt, VW hat ja so seine ganz eigene Materialanmutung und ich finde, das kommt in dem Auto auch immer noch ganz gut zum Tragen. Ich mag das Materialmix hier drin durchaus, bis auf das hochglänzend Schwarz. Das würde ich am liebsten ersetzen durch Außenfarbe oder so. Aber sonst rein vom Look and Feel hier im Auto finde ich das schon ja, angenehm. Dann gucken wir uns mal die ganzen Schalterchen an. Hier ist der Startknopf, den drücke ich mal und dann erwacht das Auto zu Leben. Hier merkt man auch, dass die Materialpflege, die Produktpflege hier stets vorangetrieben worden ist, auch wenn es nie ein richtiges Facelift gab. Aber unter anderem digitales Cockpit und hier auch Touch, was das Infotainment-System angeht. Fangen aber oben an. Hier haben wir die Lüftungsdüsen, die ich frei verstellen kann. Und dankenswerterweise gibt es hier auch ein Drehrad, um den Luftstrom zu steuern, wie intensiv der denn sein darf. Und genauso sind die Lüftungsdüsen außen an. Der Warnblinkschalter hier oben mittig zentral angebracht. Sehr schön, auch im oberen Bereich. Den kann man gar nicht übersehen, auch mit der roten Signalfarbe. Das haben sie gut gemacht. Dann das Infotainment-System. Ich sagte eben schon Touch, auf jeden Fall ein Touch-Bildschirm. Und ich habe, achso, das machen wir später halt, aber ich kann hier allerlei Sachen einstellen, was ich schade finde. Kein Lautstärkeregler, sondern hier tatsächlich nur Tasten. Dafür der Annäherungssensor erlaubt so eine Art Gestensteuerung auch. Dann die Einstellung der Klimaanlage. Zwei Klimazonen haben wir. Dazu im Übrigen auch Lenkradheizung und Sitzheizung. Die Sitze werden schön warm und das Lenkrad wärmt sich ja eher medium nur auf.
aber im Winter wird das wahrscheinlich ein bisschen anders rüberkommen. In die Steuerung der Klimaanlage habe ich einen Menüknopf und dann kann ich das Ganze hier oben im Display auch nochmal einstellen, wenn ich denn möchte. Unter der Steuerung dann hier noch eine Knopfleiste, unter anderem der Fahrmodi-Schalter, wo ich durch die unterschiedlichen Fahrmodi durchwechseln kann. Start-Stopp kann ich deaktivieren, die Parkpiepser, den Parkassistenten aktivieren und die elektrische Heckklappe öffnen. Dann der Gangwallhebel. Den kann ich übrigens auch rüber drücken, um in den manuellen Modus zu gehen oder nach hinten ziehen, um mal schnell in den Sportmodus zu schalten. Die elektrische Feststellbremse und eine Autoholfunktion gibt es hier auch noch. So sieht das Lenkrad aus. Das ist im Übrigen beledert. Hier haben wir auch wieder hochglänzend schwarze Applikationen und ganz offensichtlich ist es ein Multifunktionslenkrad. Dieses kann ich manuell verstellen in der Höhe wie auch in der Tiefe. Das ist der komplette Radius und im Prinzip kann ich mir das einstellen, wie ich möchte. Das digitale Cockpit kann ich immer gleich gut ablesen. Die Lenkradbelegung auf der linken Seite hier im oberen Bereich, das ist zur Steuerung des adaptiven Tempomaten. Und im unteren Bereich kann ich die Lautstärke vom Infotainment-System steuern. Die restlichen Funktionen des Infotainment-Systems kann ich hier auch nutzen. Dazu habe ich noch die Möglichkeit, hier Einfluss aufs digitale Cockpit zu nehmen. Ja, dank dem 7-Gang DSG haben wir hier auch Schaltwippen. Das sind die üblichen schwarzen Plättchen, die kennen wir aus dem VW-Regal. Hinten so ein bisschen geriffelt. Wichtig ist, beim Fahren kann ich sie gut erreichen, auch wenn ich sie gar nicht genutzt habe. An der rechten Seite der Lenksäule habe ich den Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und gedrückt dann, um den Scheibenwischer hinten zu aktivieren. Auf der linken Seite klassisch Blinker, Lichthupe, Fernlicht und das war es aber auch schon. Links neben dem Lenkrad habe ich den klassischen VW-Drehschalter für das Licht noch. Auto, Standlicht, Abblendlicht und Nebelschlussleuchte gibt es hier als Funktion. Vor dem Türgriff haben wir die Wippe der Zentralverriegelung und in der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich getrennt voneinander blockieren und dann aktiviere ich aber auch gleichzeitig die Kindersicherung. Hier vorne habe ich die Spiegelverstellung, wenn ich den Knopf auf 7 Uhr stelle. Dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal in den Sitz. Der befindet sich schon in der tiefsten Position und habe hier mehr als ausreichend Kopffreiheit. Stoße auch nirgends an, wenn ich meinen Kopf bewege. Und das gilt genauso, wenn ich hier meine Cap trage. Ich habe also... Ich klemme bloß gerade das Headset ein. Ich habe hier also ausreichend Platz. Auch zur Seite. Die Armlehne ist sicherlich nicht für zwei Personen gedacht. Ich habe trotzdem über 20 cm Platz zwischen den Sitzen. Und wenn man hier zu zweit fährt, dann hat man schon ein großzügiges Raumgefühl. Der Blick nach vorne. Ich sehe zwar die Motorhaube nicht. Das mag ich eigentlich gar nicht so. Ich mag das lieber, wenn ich irgendwie sehe, wie weit das Auto nach vorne sich noch streckt. Aber ich habe auch nichts, was meinen Blick hier trübt. Dazu ein hellen Himmel und helle A-Säulen. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen luftiger und lässt das Auto optisch auch noch ein bisschen größer erscheinen. Ja, die Sitze sind erstmal Ergo-Komfortsitze und die kann ich manuell verstellen. Ich kann einmal die Höhe einstellen. Ich habe ein Drehrad hinten für die Lehnenverstellung. Ich kann die Sitzfläche manuell erweitern und ich kann den Sitz auch vorne ankippen manuell und natürlich auch nach vorne und nach hinten fahren. Dazu habe ich eine Lordosestütze, die ich in alle vier Richtungen verstellen kann, also hoch, runter, rein, raus. Und es gibt hier auch noch eine Massagefunktion. Die steuert im Prinzip die eben genannte Lordosestütze, pumpt die auf, verschiebt die Luftkammern halt so ein bisschen, dass man so leicht massiert wird. Das ist eine preiswerte Art der Massage, aber ich finde es trotzdem ganz angenehm, vor allen Dingen auf längeren Strecken. Die Kopfstützen kann ich hier mit diesem Knopf vor- und zurückfahren und natürlich auch in der Höhe verstellen. Joanna hat angemerkt, dass sie keine gute Sitzposition findet mit den Kopfstützen, weil man die nicht noch tiefer fahren kann. Gut, dann schalte ich das Auto einmal aus. Das ist hier die Abschlusssequenz. Öffne die Tür auch, um mir so ein Aussteigen zu suggerieren. Hoppla, ich bin in die Kamera gekommen, passiert aber nichts.
Und dann kann ich gleich wieder neu starten. Dann seht ihr hier einmal die Lichtorgel in Aktion. Das ist das digitale Cockpit, also auf der linken Seite im Flügelchen, der auch nochmal mit LED beleuchtet ist, sehen wir die Kühlwassertemperaturanzeige mit kleinen LED-Strichen gelöst. Und auf der Gegenseite haben wir dann die Tankanzeige, in der Mitte halt das digitale Cockpit. Da kann ich einmal durch den Bordcomputer durchschalten hier. Das ist ja VW Standard, die Sachen, die ich mir hier alle anzeigen lassen kann, wenn ich denn möchte. Dazu kann ich auch die Inhalte hier noch verändern. Assistenzsysteme, Navigation, Audio, Telefon, Fahrzeugstatus und da bin ich wieder bei den Fahrdaten. Und dazu habe ich noch die Möglichkeit, hier unterschiedliche Views zu aktivieren. Das ist die zweite, die dritte Ansicht. Und dann bin ich wieder bei der Standardansicht. Hier wird mir ja im Drehzahlmesser das Fahrprogramm angezeigt. Wenn ich jetzt hier mal in Drive gehe oder manuell, wird der Gang auch entsprechend angezeigt. Auf der Gegenseite dann der Tachometer mit der eingeblendeten digitalen Geschwindigkeit. Die Inhalte kann ich hier über das Infotainment-System auch anders belegen, das, was er als sinnvoll erachtet. Und ich habe drei Ansichten, wo ich mir die Inhalte hier frei nach meinem Wunsch irgendwie anzeigen lassen kann. Ich finde aber die Klassik-Ansicht eigentlich immer ganz sinnvoll. Dazu noch im oberen Bereich die Uhrzeit, das Fahrprogramm und die Außentemperatur, der Tripzähler. Und hier Rückmeldung von den Assistenzsystemen. Das Tempolimit wird hier an der Seite dann noch eingeblendet. Seht ihr nachher beim Fahreindruck. Dann mache ich gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich noch gut vorbeisehen. Die A-Säule hier zweigeteilt, hat man noch so ein kleines Dreiecksfenster. Hilft durchaus bei Kurvenfahrten, vor allen Dingen auch auf der rechten Seite. Da sitzt ihr dann, oder vielleicht sollte ich hier noch mal ganz kurz auf diese riesige Frontscheibe eingehen. Erzeugt natürlich für Windgeräusche, aber man hat einen schönen Panoramablick. B-Säule okay. Da ist dann die C-Säule, da hinten die breite D-Säule. Dazwischen habe ich extra mal die Kopfstütze ausgefahren, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, dass das Fenster da hinten nur bedingt was bringt, wenn man denn Passagiere mitnimmt. Und da hinten an der Glasscheibe ist das Auto zu Ende. Und ihr seht auch, das ist eine schöne große Scheibe, habe ich eine gute Sicht nach hinten. Den toten Spot an der D-Säule kann ich gar nicht erst entstehen lassen oder verhindern, dass er entsteht, indem ich vorher brav in den Außenspiegel schaue. Die Spiegelfläche könnte für meinen Geschmack durchaus größer sein, gerade bei dem großen Fahrzeug. Ja, das Spiegeldesign zeitlos, könnte man es auch nennen. Ne? Ja, hier ganz schön, wir haben einen harmlosen Innenspiegel, der eigentlich eher bei luxuriösen oder sportlichen Modellen gesetzt wird, aber hier auch im Touran. Und ein Blick in den Spiegel lässt mich nicht die komplette Fensterscheibe erfassen. Hinten, das zeigt aber auch, dass sie wirklich groß ist. Trotzdem habe ich eine gute Sicht nach hinten. Beim Rangieren hingegen hilft mir hier die Rückfahrkamera. Da hat man auf der linken Seite auch noch die Ansicht der Parksensoren. Achso, hoppla. Ja, da hinten steht mein Koffer, sieht man ganz schön, ne? Im Bild und da melden sich dann auch sofort die Parksensoren. Wenn ich am Lenkrad drehe, dann bewegen sich hier die Linien auch mit, vor allen Dingen auch in der Ansicht der Parksensoren. Und wenn ich das Kamerabild gar nicht brauche, gibt es hier auch noch eine reine Ansicht der Parksensoren. Ja, soweit so gut. Was fehlt noch? Der Hupencheck natürlich. Wie hört sich die Hupe hier an im Auto? Schön zwei Kanäle, ne? Hat schon Druck. Ja, der Touran ist natürlich ein schönes Familienauto, auch großzügig geschnitten und bietet vor allen Dingen auch jede Menge Ablagen. Die möchte ich euch gerne einmal präsentieren. Wie immer fange ich an mit den Türtaschen und wie immer habe ich hier zwei Flaschen mit dabei von meinem Partner Y-Food. Hazelnuss Schoko ist eine der Geschmacksrichtungen, die sie haben, hier als vegane Trinkmahlzeit, ausgewogene Trinkmahlzeit nennt Y-Food das selber. Und Hazelnuss Schoko ist definitiv nach eigenen Aussagen die Lieblingssorte vom Megastar Unge hier, ne? YouTuber, TikToker, nein, TikTok macht er gar nicht, sondern Twitch macht er jetzt. Ne? Gut, ich mache gerne Werbung für Y-Food, weil in diesen 500 Milliliter jede Menge Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind. Darum nicht zuletzt Nutri-Score A auch.
Und ich finde es halt schön, dass in diesen 500 Millilitern genau 500 Kalorien drin sind. Und ich weiß halt, dass mich diese Flasche 4 Stunden lang satt macht. Statt also irgendwo an der Pommes-Theke zu fahren oder sich an der Tankstelle irgendeinen Junk zu holen, wenn man mal auf die schnelle Hunger hat, kann man auch gut eine Flasche Waifu trinken. Es ersetzt quasi eine Mahlzeit, aber man sollte damit keine Mahlzeiten dauerhaft ersetzen, sondern es eher als Möglichkeit sehen, sich bewusst zu ernähren auf Natur zum Beispiel oder in der Werkstatt oder. Aber natürlich ist Normalkochen immer besser. Ne? Trotzdem, das finde ich gut und dafür mache ich dafür Werbung. Die Flasche habe ich immer dabei, damit ihr gut vergleichen könnt. Das ist die 0,5-Liter-Flasche und mittlerweile leider aus dem Programm genommen, aber ich fand es auch gut. Eine 0,33-Liter-Flasche, die ich trotzdem immer noch aus sentimentalen Gründen mitführe. Hier übrigens Cold Brew Coffee, Geschmacksrichtung gibt es noch, mit natürlichem Koffein, quasi so als kleines Frühstück. Gut. Die beiden Flaschen passen hier ganz locker in die Türtasche und man sieht, ich habe hier noch viel Platz. Also hier passt mindestens eine 1,5-Liter-Flasche rein und man sieht es hier, glaube ich, ganz gut. Ich kann die auch gut während der Fahrt entnehmen. Die Türtasche bietet hier noch weiteren Platz und ihr seht es da ein bisschen grün-gelb schimmern. Die Warnweste kann ich bis hier hinten durchschieben, also ist die Türtasche wirklich gut nutzbar. Links neben dem Lenkrad habe ich noch ein kleines Fach hier unten. Das ist zwar nicht rutschfest ausgekleidet, sondern besteht aus hartem Kunststoff. Trotzdem bietet das eine Faust groß Platz für irgendwelche Sachen, die man ablegen möchte. Im oberen Bereich hier haben wir hingegen die rutschfeste Matte. Da kann ich auch Kleinigkeiten ablegen, also eine weitere kleine Ablage. Hier im Mittelkanal vor der Schaltkulisse habe ich dann die nächsten Ablagemöglichkeiten. Es fängt damit an, dass ich hier einen 12-Volt-Anschluss habe und 2 USB-C-Anschlüsse, die ich nutzen kann, auch um die Telefone mit dem Infotainment-System zu verbinden. Dann kann ich hier die Klappe hochklappen und hier lade ich gerade induktiv mein Telefon. Das ist das iPhone 13 Pro Max und das passt mit Rahmen hier mehr schlecht als recht rein. Da merkt man halt, dass das Auto schon ein paar Tage alt ist. Damals gab es halt noch nicht so große Smartphones. Hinter der Schaltkulisse habe ich dann weitere Ablagen. Einmal hier ein kleines Fach. Das ist auch rutschfest ausgelagert, ausgelegt. Da passt der Schlüssel ganz gut rein. Und dazu hier 2 Getränkehalter, wenn ich denn möchte. Einmal sind die sehr großzügig geschnitten, aber dafür habe ich diese beiden Knöpfe hier. Und wenn ich die drücke, dann fahren da so Plastikteile raus. Und wenn ich die dann habe, dann greift das alles viel besser. Sowohl die 0,5-Liter-Flasche als auch die kleine, die halt leer ist. Und darum ist die immer ein bisschen, ja, einfacher am Wackeln. Wenn ich das nicht brauche, kann ich es auch einfach wieder zurückschieben. Und dann habe ich hier auch noch einen Gurt. Und selbst den könnte ich nehmen, um hier ein kleineres Gefäß zu fixieren oder aber auch um dann Handy festzuklemmen oder. Heutzutage hat man ja öfter mal so Desinfektionszeug dabei, ne? Man weiß gar nicht warum, Corona. Also das würde hier auch gehen, finde ich mega praktisch. Sollten Sie meines Erachtens bei allen VW-Modellen wieder einführen. Die Armablage, die kann ich ausziehen nach vorne, dann verdecke ich aber hier einen Teil des Getränkehalters. Zudem kann ich sie über so ein Raster auch nach oben stellen, natürlich dabei auch immer das ausziehen oder hier auch ganz öffnen und dann habe ich hier einen kleinen Papierkorb, Mülleimer Einsatz. Wenn ich den nicht nutze, gibt es hier unten noch eine rutschfeste Fläche und das Ding ist auch wirklich nicht klein. Ich nehme mal die beiden Flaschen, die passen zwar nicht ganz, also ich kann das nicht zuklappen, aber wenn ich das vorher so ein bisschen hochraste, also die kleine Flasche geht, das würde passen. Ja, dann geht das schon irgendwie, ne? Aber ich finde es halt auch mega praktisch, gerade als Familienvater, so ein Mülleimerchen dabei zu haben. Zack. Dann haben wir hier noch das Handschuhfach, was sich nicht nur beleuchtet, sondern auch klimatisiert präsentiert. Kann ich also die kalte Luft der Klimaanlage reinlenken. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das ist das Bordmaterial. Hier kann ich Münzen verstauen und Karten. Dennoch, meine beiden Flaschen passen auch hier wieder locker rein. Ja, die Sonnenblende kommt mit einem Make-up-Spiegel, der von oben beleuchtet ist. Spiegelfläche eher mittelgroß. Daneben ein Clip für Parktickets oder die Rettungskarte. Die Sonnenblende kann ich zur Seite drehen, aber nicht nach hinten ausziehen, sodass hier von der Seite die Sonne aus noch reinfallen kann. An allen 4 Türen habe ich im Übrigen Haltegriffe.
In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und das ist dann auch gemeinsam die Einstiegsbeleuchtung hier. Im hinteren Bereich haben wir die Serviceknöpfe hier, Info, Service und SOS. Und dann, guckt euch das an, habe ich hier noch so eine Dachkonsole, gar nicht so klein, Fach 1 und Fach 2 in beiden Fächern. Habe ich hier noch so einen Abstandshalter, eine rutschfeste Matte drin. Da würden zum Beispiel ganz gut Brillen reinpassen. Und ähnlich sieht das dann hier auch nochmal aus. Ja, und somit habe ich euch auch schon alle Ablagen gezeigt. Es sind ja einige. Finde ich mega praktisch. Also das Auto gefällt mir halt auch wirklich richtig gut. Dann schauen wir noch mal einmal kurz aufs Infotainment-System. Das Discover Pro, also die höchste Ausstattung, haben wir hier im Fahrzeug mitbekommen. Das ist im Übrigen aufpreispflichtig. Ich habe hier einmal die Möglichkeit, Home und Menü anzuwählen. Home ist halt so eine Kachelgeschichte, die ich auch frei konfigurieren kann. Jede Kachel ist dann ein eigenes Sprungziel für die Funktion dahinter. Oder ich gehe über Menü und habe dann hier halt alle Funktionen in Iconform einmal hinterlegt. Gehen wir einmal in Apple CarPlay direkt rein. Mein Telefon ist hier gerade verbunden. So sieht das Ganze aus. Vollflächig aufgebaut. Und gehen wir gleich wieder zurück, um zu zeigen, hier habe ich nochmal das Fahrprogramm, die Uhrzeit und die restlichen Funktionen, Connectivity vom Telefon unter anderem. So, übers Menü fangen wir an mit der Navigation. So sieht das Ganze aus. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu suchen. Ich suche ja immer die Wertherstraße 42 in Bielefeld, ne? Und dann ist er hier am Rödeln, findet das auch, zeigt mir das Ergebnis direkt an, nämlich da ist es. Und dann sage ich, okay, starten. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Jetzt berechnet er die Route einmal. Und ich stehe hier in der Kraxer Straße, es ist jetzt also nicht ganz so weit. 15 Kilometer Fahrt, 8.52 Uhr wäre ich dann auch schon da. Wenn ich hier meine Hand in Richtung Display-Strecke, dann kommen versteckte Funktionen oder weitere Funktionen, die ausgeblendet werden, wenn man sie nicht braucht. Unter anderem kann ich hier umschalten zwischen 2D-Ansicht, nordausgerichtet und fahrtrichtungsausgerichtet oder einer 3D-Geschichte. Hier kann ich wieder weiter suchen. Da habe ich die ganzen Optionen, wenn ich dann möchte. Unter anderem kann ich hier die Zielführung stoppen, kann ich aber auch, indem ich einfach auf die Zielfahne. Jetzt haben wir hier auch noch die Spracherkennung. Aktiviere ich die mal. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Möchten Sie die Zielführung? Ja. Man muss also nicht warten, bis das System ausgesprochen hat, sondern kann auch unhöflich reinsprechen, um das Ganze zu beschleunigen. Hier zeigt er mir jetzt die drei unterschiedlichen Routen an. Ich könnte mir eine auswählen. Wenn ich das nicht mache, zählt er hier schon intern runter und startet dann seine präferierte Route. Ja, und dann machen wir das Ganze wieder von vorne. Zack, fertig. Und über Menü, Telefon lassen wir immer aus, gehen wir in den Bereich Radio rein. Hier als Quelle haben wir FM-DAB, Webradio könnte ich noch aktivieren, Bluetooth-Audio und so weiter. Das hat dann nichts mehr mit Radio zu tun, sondern einfach die Tonquellen. Da kann ich mir jetzt die Senderliste anzeigen. Hier wird DAB und FM zusammen halt angezeigt. Gucken wir mal, hier Radio Bob gefällt mir eigentlich ganz gut und ich springe wieder zurück. Das könnte ich jetzt auch hier direkt abspeichern. Sunshine brauchen wir nicht, sondern wir nehmen ja immer Bob. Und dann habe ich das hier. Hier wird mir auch angezeigt, Radio Bob. Yes wird gerade gespielt. Und das könnte ich mir auch nochmal groß anzeigen lassen im Sender-Setup quasi. Hier springen wir mal direkt rein in die Klangeinstellungen noch. Wir haben das Dyn Audio Soundsystem ja hier mit im Auto dabei. Das ist aufpreispflichtig. Da habe ich vier quasi Voreinstellungen, die ich nutzen kann. Authentic Soft Dynamic Speech und Höhen, Mitten, Tiefen kann ich über einen Equalizer trotzdem noch steuern. Auch die Position, also einen Fader habe ich und dann hier noch Lautstärke Einstellungen. Gut, den Bereich Radio haben wir damit auch im Prinzip abgefrühstückt. Gehen wir ins Bereich Fahrzeug rein. Hier habe ich die Auswahl zwischen dem digitalen Cockpit, das hatte ich euch schon gezeigt, Fahrdaten,
kennt man ja, ne? Langzeit abtanken und so weiter und den Fahrzeugstatus, den ich hier auch noch irgendwie abrufen kann. Nicht irgendwie, sondern den ich hier abrufen kann. Übrigens, der weiße Balken zeigt mir, ich kann hier auch runterziehen und habe dann hier nochmal Kurzwahlziele quasi. Der Bereich Medien ist im Prinzip das gleiche wie Radio, bloß das ist hier der Einsprung, die unterschiedlichen Medien sind, die angeboten werden. Apple CarPlay hatten wir, haben eine Nutzerverwaltung. Es gibt natürlich Fahrassistenzsysteme, einmal hier schick mit so einem Screen, wo ich irgendwie drauf klicken kann. Was ich angenehmer finde, ist hier diese Listenansicht, wo ich dann entsprechend alles einstellen kann. Ja, Klang haben wir schon abgefrühstückt, Klimatisierung ebenso und damit sind wir quasi durch mit dem Infotainment-System. Was ich euch noch sagen kann, ist, dass mir das Dyn Audio Soundsystem wirklich gut gefällt. Ich habe hier eben nochmal auf der Fahrt zur Krakowstraße schön laut und mitsingenderweise Jan Delay gehört. Der Bass ist schön, du hast eine richtig schöne Bühne. Höhen und Mitteln habe ich so ein bisschen, eben habt ihr gesehen, nachgesteuert. Das ist aber wirklich ein schönes Klangbild und es macht Spaß, in diesem Auto wirklich laut Musik zu hören. Wenn man das Dyn Audio Soundsystem nimmt, das ist optional natürlich. Gerne präsentiere ich euch auch das Platzangebot hier auf der Rücksitzbank. Und das Erste, was ihr seht, ist, dass ich hier eine wirklich große hintere Tür habe. Das ist natürlich praktisch, wenn man auch in die dritte Sitzreihe einsteigen kann. Und die ist nicht nur groß, sondern sie öffnet sogar fast im 90-Grad-Winkel. Auch hinten ist natürlich der Einstieg erstmal sehr bequem. Es geht noch deutlich höher als vorne hier ins Auto hinein. Dazu hat man ja auch variable Sitze. Kann ich also hier auch nach vorne und nach hinten schieben. Das ist schon ganz praktisch. Ne? Achso, die Tür sollte ich auch mal schließen. So, jetzt ist ja das Ganze nochmal von drinnen und ich verschiebe auch nochmal den Sitz hier ganz nach vorne. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut. Ich mit meinen 1,80 Meter kann den gar nicht so weit nach vorne schieben, weil ich sonst hier Platzprobleme mit meinen Beinen habe. Ein gutes Stückchen geht es aber, wenn ich mich nicht vermessen habe, 20 cm Rollweg hier hin und her. Und ich habe ja 1, 2, 3 Einzelsitze. Im Übrigen alle mit einzelnen Isofix-Halterungen und so. Und alle kann ich hier einzeln vor- und zurückschieben. Gras vorschieben ist natürlich wichtig, wenn ich hinten die Rücksitzbank, die dritte Sitzreihe noch benutzen möchte. Klappen kann ich auch, ne? Ist klar, die Lehne, aber damit hat sich das auch erledigt. Also jetzt hier verstellen kann ich die nicht. Ich lehne mich mal an, vielleicht einmal erstmal ohne die Mütze. Und ihr seht, ich bekomme hier noch eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und den Himmel. Wenn ich meine Mütze aufsetze, stoße ich irgendwann mit dem Schirm hier vorne ans Fenster tatsächlich. Nee, hier oben stoße ich mit der Kappe an. Finde ich jetzt aber auch nicht dramatisch. Dafür können hier wirklich drei Erwachsene, und das kann ich auch noch mal schnell zeigen, hier hinten sitzen. Und es ist ja eines der wenigen Autos, wo das noch geht. Finde ich auch immer lustig. Alle Leute wollen SUV fahren und mokieren sich dann, dass hinten nicht genug Platz ist. Hier in so einem Touran hast du hinten drei Einzelsitze und drei Erwachsene. Selbst meiner Körpergröße oder mit meinen Ausmaßen können hier hinten sitzen. Gut, meine Füße kann ich komplett unter den Fahrersitz schieben, finde ich auch super. Und das, obwohl der schon in der tiefsten Position ist. Und wenn der Sitz jetzt ganz nach hinten geschoben ist und niemand hier hinten hinter mir noch sitzt, dann habe ich auch jede Menge Beinfreiheit. Und wie gesagt, so ein ganzes Stückchen kann ich mir vorstellen, könnte ich jetzt hier noch nach vorne kommen. Ich werde mal einfach versuchen, den rechten Sitz hier noch mal ein Stück nach vorne zu fahren, damit ich nachher ein gutes Maß habe, wie das ist. So möchte ich jetzt aber erstmal bequem sitzen, um euch den Rest hier zu präsentieren. Ich fange wieder an mit den Türtaschen. Auch hier habe ich jede Menge Platz für meine Flaschen. Das ist nicht ganz so breit. Also ich sehe hier nicht 1,5 Liter Flaschen, aber den halben Liter kann ich hier locker entnehmen. Die Türtasche ist auch schön groß. Allerdings hier wird der hintere Bereich nicht genutzt. Elektrische Fensterheber haben wir. Und hier sieht man auch ganz schön, wir haben die Option mit den hinten abgetönten Scheiben.
haben eine Automatikfunktion und somit ist auch klar ein Einklemmschutz. Dazu gibt es hier ein Rollo, was ich manuell oben einhängen kann. Gibt mir noch ein bisschen extra Sonnenschutz und auch Privatsphäre, wenn ich das möchte. Ist aber nicht über die komplette Türlänge irgendwie genutzt. Im oberen Bereich habe ich hier den Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Hier kann ich das Gepäcknetz einhängen. Vorne an der B-Säule habe ich einen weiteren Kleiderhaken. Und am Rücken der Vordersitze gibt es hier auch noch ein Tablett. Da sieht man was. Was kann ich hier machen? Einen Getränkehalter noch ausziehen. So, und hier unten gibt es so ein Ding, das drücke ich einmal und dann kann ich das vernünftig aufstellen. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, mein halber Liter passt hier leider nicht rein, aber die kleine Flasche, da sieht man ganz schön, die wird hier unten gehalten, kippelt ein bisschen, aber das passt schon. Plus das Tablett kann ich halt wirklich auch nutzen und da macht es wieder Sinn, dass ich den Sitz schieben kann, sodass ich Kinder noch weiter ans Tablett schieben kann, dass die hier hinten tatsächlich drauf malen können. Und wenn ich das richtig deute als Vater mit Erfahrung, ist das hier die Möglichkeit, auch Stifte abzulegen, zumal das hier rutschfest ist, der Bereich. Also diese Kante, während das einfach nur harter Kunststoff ist. Gut, das Ganze kann ich wieder abklappen. Da brauchen die Kinderchen, glaube ich, schon Hilfe. Und dann hier hinten wieder festklappen. Das gibt es nicht nur auf der Fahrerseite, sondern selbstverständlich auch auf der Beifahrerseite. Dann haben wir hier hinten zwei Luftausströmer, die ich frei verstellen kann. Den Luftstrom regel ich über ein Drehrad. Und ihr seht, ich habe hier hinten sogar noch eine dritte Klimazone. Zuzüglich Sitzheizung für die äußeren beiden Sitzplätze. Und da frage ich mich an der Stelle, wäre es nicht möglich gewesen, auch den mittleren Sitzplatz noch zu beheizen? Das sind doch Einzelsitze. Das ist ja eh alles das Gleiche. Ja, an der Decke haben wir einmal die Einstiegsbeleuchtung, die ich aber auch einzeln schalten kann als Leseleuchten für die äußeren Sitzplätze. Und das hatte ich euch von vorne ja schon mal gezeigt, aber dieses Fach könnte ich natürlich auch von hinten füllen oder mir da Sachen rausnehmen. Ja, soweit so gut. Die drei Einzelplätze hatte ich schon erwähnt. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich hier auch meinen Arm noch ablegen kann. Wie vorne, wie ein großer. Ach so, aber das wollte ich auch noch erwähnt haben. Vorne haben wir einen weichen Kunststoff. Hier ist im oberen Bereich ein hartes Material, also ein harter Werkstoff genutzt worden. Ja, und hier der Beleg, dass das mit diesen weit öffnenden Türen wirklich Sinn macht. Ich habe hier so ein kleines Hebelchen an den Rücksitzen und dann kann ich die auch nach vorne schieben. Also nicht nur hochklappen, sondern nach vorne schieben und somit dann doch sehr bequem einsteigen, wenn ich jetzt nicht so dick wäre, ne? Hier oben am Sitz habe ich einen Haken und der sorgt dafür, dass der Sitz nicht nur nach vorne klappt, sondern sich auch komplett nach vorne schieben lässt. Und somit kann ich dann hier doch recht bequem einsteigen. Ich brauche bloß auf jeden Fall die Kopfstütze nach oben, weil die den Sitz noch mal schmaler macht. Ich fahre jetzt die Sitze hier einmal vor, wie ich das eben auf der zweiten Sitzreihe schon besprochen habe. Und jetzt ziehe ich den hier wieder zurück. Das ist aber ein bisschen doof jetzt gerade, ne? Aber ich glaube, es reicht ja, wenn ihr das seht. So sitze ich ganz hinten. Da bin ich dann mit meinem Knie direkt am Sitz und so möchte ich nicht lange sitzen. Aber wenn ich jetzt hier den Sitz so ein bisschen vorgeschoben habe, dass ich vorne trotzdem noch recht bequem sitzen kann, dann könnte ich mir sogar vorstellen, mit meinen 1,80 Meter hier hinten zu sitzen. Nee, kann ich doch nicht, denn ich stoße hier mit dem Kopf oben an den Himmel ran. Ne? Also da ist nicht viel Platz, sollte man also deutlich kleiner sein. Ist es aber auch nicht unbedingt gedacht für Leute wie mich, sondern hier für kleinere Personen. Also vorzugsweise Kinder, die aber nicht mehr im Kindersitz sitzen müssen. Ne? Schauen wir uns mal die Ausstattung hier hinten an. Da habe ich einen Getränkehalter. Da passt auch mein halber Liter ganz gut rein. Kippelt, aber kippelt nicht raus. Bei der kleinen Flasche sieht das anders aus. Die fällt dann raus. Dahinter noch ein kleines Fach. Und da gibt es sogar noch einen zweiten Getränkehalter. Das ist ja lustig. Also auf einer Seite zwei Getränkehalter. Muss der auf dem Beifahrersitz immer fragen, kannst du mir mal rüberreichen. Ne? Und dahinter noch ein Fach. Rutschfest ist es nicht, sondern das ist harter Kunststoff. Der Gurt sitzt übrigens hier hinten an der D-Säule. Kann ich rausziehen. Und das ist auch so ein Doppelding. Auch da muss das Kind eine gewisse Expertise und Erfahrung haben. Denn du willst als Elternteil hier dich nicht vorbeifummeln und das Kind auch noch anschnallen. Ja, und auf der rechten Seite ist hier aber gar nichts groß an Ausstattung. Ne? Nur die Armlehne. Dafür haben wir hier hinten auch Leseleuchten für beide Plätze.
Ja, wenn ihr es nicht schon im vorderen Bereich mitbekommen habt, wie kinderfreundlich oder familienfreundlich dieses Auto ist, die Gurtlänge ist auf jeden Fall der letzte Beleg dazu. Ich habe hier fast doppelt so viel Platz wie bei den meisten anderen Herstellern. Kann hier also ganz bequem Kindersitze oder Babyschalen anschnallen. Es kommt mir natürlich auch zugute, dass die Türen so wahnsinnig weit öffnen. Da habe ich überhaupt kein Problem, hier auch größere Kindersitze einzuladen. Zudem, und das ist halt wirklich nicht oft gegeben, habe ich Isofix-Halterungen, die frei zugänglich sind, auf allen drei Sitzplätzen hier. Also ich kann hier tatsächlich drei Isofix-Sitze nebeneinander anbringen. Das einzige Manko, oder was ich nicht so schön gelöst finde, ist, dass man den Gurt für den mittleren Sitzplatz hier wegangeln muss. Und gerade wenn dann hier hinten auf den anderen beiden Plätzen auch noch jemand sitzt, ist das ein bisschen Gestrüppe. Aber es geht auf jeden Fall. Schade auch, dass die Gurtpeitschen nicht ganz starr sind. Da könnten Kinder Probleme haben, sich selbstständig anzuschnallen. Aber das ist gerade noch so im Rahmen, denke ich. Also, weil ein bisschen Spiel haben die, aber sind jetzt nicht so ganz wabbelig. Die Kindersicherung aktiviere ich hier auf der Fahrerseite und die sperrt gleichzeitig dann auch die elektrischen Fenster hier bei hinten. Leider haben wir keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Den Beifahrer-Airbag deaktiviere ich hier an der geöffneten Beifahrertür. Dann nehme ich einfach den Schlüssel, schließe hier einmal über und dann ist das System deaktiviert. Oder halt auch genauso schnell wieder aktiviert. Auch die beiden Sitze der dritten Sitzreihe verfügen über Isofix-Halterungen, die hier frei zugänglich sind. Die Gurtpeitschen sind starrer als vorne, das ist angenehm. Allerdings muss man die Gurte hier auch von der D-Säule oben angeln. Und da hat man dann auch wieder zwei Teile, die eingesteckt werden müssen. Da sollten die Kinder versierter sein oder man muss das halt als Elternteil erledigen. Unser Touran ist mit der elektrischen Kofferraumklappe ausgestattet. Ich habe vorne im Innenraum euch schon ein Knöpfchen gezeigt. Hier auf dem Schlüssel, den habt ihr vielleicht erhaschen können, den Knopf. Und ich habe hier auch noch einen Taster, den ich drücken kann, oberhalb des Nummernschildes. Und dann öffnet sich die Klappe elektrisch. Nicht nur bis zu dieser Höhe, die habe ich eben einprogrammiert, sondern bis hier oben. Und ich kann die Klappe auch frei programmieren. Dazu gibt es einen Einklemmschutz, nicht nur da oben in dem Bereich, sondern auch hier unten, und der greift sofort. Da können sich die Kinder also nicht wehtun. Also da unten, hier oben eher weniger. Ja, dann schauen wir uns einmal den Kofferraum zusammen an. Hier die dritte Sitzreihe ist ja noch eingebaut. Jetzt muss ich erstmal die Kopfstützen hier einfahren, was immer nicht so einfach ist mit einer Hand. Und dann habe ich hier einen kleinen Griff oder einen kleinen Schalter, den ziehe ich einmal und dann kann ich die umwerfen. So, und jetzt habe ich einmal die Möglichkeit hier wahrgenommen, den Sichtschutz quasi in den Kofferraum zu legen. Den können wir jetzt hier auch wieder ausbauen einmal, beziehungsweise einbauen natürlich. Und dann hätte ich hier noch die Kollegen, die man derweil woanders verstauen muss, wenn man das so gemacht hat. Und jetzt hätte ich hier den Sichtschutz, den ich in der Führungsschiene nach hinten ziehen kann. Einmal drücken. Dann fährt er ein Stück zurück, nochmal drücken, dann fährt er komplett hinein. Die Ausstattung einmal hier, das hatte ich ja schon mal oben. Hier hinter ist dann versteckt, das kennen wir eigentlich vom Skoda, so eine Ecke, wo ich Sachen mit fixieren kann. Unten hängt sich das dann halt in den Klett, also gibt es einen Klettverschluss, der sich hier in den Teppich reinhängt. Ja, dann kann man das hier hinten halt wieder verstauen. Und warum VW jetzt wirklich nur eine genommen hat, man weiß es nicht. Unter der Klappe haben wir übrigens dann noch so ein Haltenetz und ein Gepäcknetz zum Sichern der Ladung. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte beim Kofferraum, vielleicht sonst bitte da noch dranhängen. Wir haben übrigens Zurösen hier nicht nur im vorderen Bereich, sondern selbstverständlich auch im hinteren, um Sachen hier im Kofferraum festzuzurren. Auf der linken Seite gibt es eine Steckdose, 230 Volt mit 150 Watt darf ich die belasten und darüber noch einen 12 Volt Anschluss. Und dann haben wir hier oben noch die Kofferraumbeleuchtung, die ich auch rausnehmen kann. Das kennen wir auch vom Skoda Simply Clever endlich, was dann eine bewegliche Taschenlampe ist. Auf der rechten Seite habe ich hier den Taschenhaken und die Entriegelung der Anhängerkupplung. Kurze Anmerkung noch, dieses Ding, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, kann man auch zusammenfalten und hinter die dritte Sitzreihe noch bringen. In der Klappe hier haben wir übrigens das Warndreieck verstaut. Das finde ich immer gut, weil man es dann bei beladenem Kofferraum trotzdem rausnehmen kann, ganz bequem. Wir haben einen Haltegriff
und den Knopf zum Programmieren und Schließen der Kofferraumklappe. Ja, jetzt nehme ich den Sichtschutz auch schon wieder hinaus. Wie gesagt, ich kann ihn hier unten verstauen, wenn ich möchte. Möchte ich aber nicht, sondern ich möchte jetzt erstmal hier diese Matte noch reinwerfen ins Auto, die auch mit dabei war. Und jetzt werfe ich einfach die anderen Sitze noch um. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich nicht an die Entriegelung. Deutlich einfacher geht das hier von der Seite. Da ziehe ich einmal und dann kann ich den Sitz umwerfen. Und da wir ja drei Einzelsitze hier hinten haben, ist das auch schnell gemacht. Und jetzt kann ich diese Matte auch noch aufklappen, wenn ich möchte. Wahrscheinlich müsste ich sie vorher noch umdrehen. Aber somit sieht man, glaube ich, ganz gut, dass man einen ansatzweise ebenen Ladeboden hat hier, wenn man alle Sitze umgeklappt hat. Wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, dann kann ich hier ganz entspannt mein 28 Zoll Rennrad in den Kofferraum legen, ohne dass ich eins der Laufräder ausbauen muss. Wenn ich hingegen gewillt bin, die Laufräder vom Fahrrad auszubauen, dann kann ich das Fahrrad auch in den Kofferraum laden und gleichzeitig die zweite Sitzreihe noch nutzen. In den Kofferraum vom Volkswagen Touran passen 834 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1980 Litern. Wenn man die dritte Sitzreihe nutzt, ist es deutlich weniger an Volumen. Das seht ihr hier ganz schön bei unserer Stopptrick-Animation. Kilo darf ich zuladen hier bei unserem Fahrzeug. Davon bis zu 80 Kilogramm aufs Dach laden. Optional bietet VW eine Anhängerkupplung an, nämlich diese hier. Die hat eine Stützlast von 75 Kilo und mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1,8 Tonnen. Wenn der Anhänger gebremst ist, ist er nicht gebremst, dann habe ich die übliche Zuglast von 750 Kilogramm zur Verfügung. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Volkswagen Touran und seinem 2 Liter 150 PS Diesel unter der Haube. Ja, angeflanscht. Ich habe nichts gemacht, ehrlich. Angeflanscht ist das 7-Gang DSG und das war eben der Parkassistent, der mich davor bewahrt hat, hier Grashalme umzufahren. Die Unterstützung der Servolenkung könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen stärker sein, aber es ist schon in Ordnung. Eine Lenkradumdrehung und eine Viertel, das heißt 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Der Wendekreis beträgt 11,4 Meter. Wir haben diverse Fahrmodi, kann ich eigentlich durchklicken, aber ich muss hier glaube ich erstmal ausschalten. Eco-Komfort, Normal, Sport und Individual, das können wir anpassen und sehen, was passiert. Das DCC, das adaptive Fahrwerk, ist optional. Komfort, Normal, Sport, die Lenkung, Normal, Sport, der Antrieb, Normal, Sport, Eco, der adaptive Tempomat, Komfort, Normal, Sport, Eco, die Lichtassistenz, Normal, Sport und die Klimatisierung, Normal, Eco. Und wir gehen jetzt mal direkt in den Sportmodus, um zu beschleunigen. Schiebe ich mich mal hier auf die Straße zum Losbeschleunigen und Action. Oh, quietschende Reifen, Traktionsprobleme. Da haben wir hier doch beste Voraussetzungen eigentlich. 70, 90 und die 100 habe ich erreicht. Von 0 auf 100 unter idealen Bedingungen braucht der Wagen 9,3 Sekunden, um auf 100 zu beschleunigen halt. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt dann bei 206 km/h. Hier in der Unterführung machen wir mal ein bisschen langsamer, um die Lichtautomatik, ja hat es schon gemacht, hier anklicken zu lassen. Ihr seht, die ganzen Schalter sind hintergrundbeleuchtet, auch links hier in der Tür neben dem Lenkrad, auf dem Lenkrad und natürlich hier in der Mittelkonsole. So kann man die Schalter auch im Dunkeln einfach finden, wenn man sich im Auto noch nicht so auskennt. Ich hatte es eben schon erwähnt, wir haben hier das 7-Gang DSG. Ich meine, in Verbindung mit dem großen Diesel ist auch nichts anderes mehr verfügbar. Ja, sie haben ja das Programm mittlerweile sehr zusammengestrichen. Es gibt noch 122 PS Diesel und den 150 PS Benziner. Wenn ich den
Gangwahl hier zur Seite schiebe, dann kann ich auch manuell schalten, sofern ich das möchte, schalte ich wieder zurück, kann ich einmal nach hinten ziehen, um in den Sportmodus des Getriebes zu kommen und nochmal nach hinten, um den auch wieder zu verlassen entsprechend. Ja, die Automatik recht unauffällig, wobei ich finde, dass man den Diesel halt doch sehr deutlich hört hier im Auto und somit auch die Schaltvorgänge einem nicht erspart bleiben. Was für ein Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Man hört halt durchaus, dass das Auto schaltet, auch wenn man es jetzt nicht so spürt. So, den adaptiven Tempomaten habe ich auf 55 km/h gesetzt. Ich bin schon in Komfort, alles gut. Hier kommen die ersten beiden Dehnfugen auf meiner Teststrecke. Die spüre ich auch im Sitz tatsächlich. Und das, obwohl ich ja das adaptive Fahrwerk habe. Und dann hier die Wellenbewegung der Straße, die ich gerade kurz mal verlassen muss. Auf der rechten Seite mit tieferen Wellen, die dann so Schlaglaufcharakter haben. Die Wellen selbst gleicht das Fahrzeug gut aus mit dem Fahrwerk. Die tieferen Wellen, die spüre ich auch im Sitz. Also trotz adaptiven Fahrwerks ist das Auto nicht so ultra komfortabel. Aber für ein Auto der Größe und mit dem Gewicht, das finde ich, ist in Ordnung. Also ich würde mich jetzt, wäre das meine erste Probefahrt mit dem Auto und ich würde überlegen, ob ich den kaufe. Das wäre für mich kein Ausschlusskriterium. Ich würde mir allerdings schon wünschen, dass er noch ein bisschen komfortabler abgestimmt ist, weil ein Rennwagen ist es ja auf keinen Fall. Wir haben Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Der Druckpunkt des Bremspedals ist angenehm. Also sobald ich hier auch meinen Fuß nur aufs Pedal lege, merke ich, dass das Auto anfängt zu verzögern und ich kann die Bremse auch schön dosieren. Nun geht es auf die Autobahn. Die Sitze bieten mir nur einen leichten Seitenhalt, was aber auch okay ist. Das sind ja Ergo-Sitze, die sollen ja hauptsächlich bequem sein. Ich bleibe mal hier gleich mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Eben gesehen, der Verkehr ist nicht ganz so rege hier heute. Und dann kann ich mal gucken, wie sich das mit der Geschwindigkeitsentfaltung so hat. 1720 Kilogramm wiegt der Wagen leer. 150 Diesel PS stehen dagegen, kommen auf ein Leistungsgewicht von 11,5 Kilogramm pro PS. Und dann haben wir auch gleich schon quasi die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Werde ich nicht schaffen, ist aber auch gar nicht so wichtig. Mir geht es ja immer nur darum, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das mit der Geschwindigkeitsentfaltung verhält, wenn man denn durchbeschleunigen möchte. Den Tempomaten habe ich auf 100 km/h gesetzt. Im siebten Gang dreht das Fahrzeug jetzt bei 1600 Umdrehungen, schätze ich mal. Ich höre Windgeräusche, leichte Windgeräusche und ich nehme auch den Motor tatsächlich wahr. 120 dann bei 1800 Umdrehungen. Die Windgeräusche haben leicht zugenommen, dass ich sie jetzt deutlich wahrnehme. Eben war es ja noch so ein bisschen so, höre ich sie wirklich? Jetzt höre ich sie deutlich, sind aber noch nicht so laut, dass ich meine Stimme irgendwie heben müsste. Und so ein generelles Fahrgeräusch. Und ich meine, da hängt der Motor mit drin, nehme ich auch wahr. 140 dann im siebten Gang bei etwas über 2000 Umdrehungen. Die Fahrgeräusche sind noch mal ein bisschen lauter geworden. Ich fange auch tatsächlich an, meine Stimme jetzt ein bisschen zu heben. Ich bin ja so ein bisschen verwundert. Ich habe mich sehr auf das Auto gefreut. Ich habe den ja 2015 das erste Mal vorgestellt und habe gedacht, okay, was hat sich jetzt in sieben Jahren getan? Man denkt ja immer gar nicht so viel, aber in der Tat, was das Geräuschniveau angeht, meine ich, dass heute die Autos ein bisschen besser gedämmt sind. Wobei der ja auch diverse Updates erfahren hat. 160 im siebten Gang bei nicht ganz 2500 Umdrehungen. Jetzt hebe ich meine Stimme definitiv. Die Windgeräusche sind noch mal klarer, also noch mal lauter zu vernehmen. Und das ist schon für als Reisegeschwindigkeit im Auto recht laut. Wäre doch recht angenehm zu sehen, dass man relativ zügig auf die 180 km/h kommt. Wenn man sie denn erreicht hat, ist es aber tatsächlich laut im Auto. Also sowohl die Windgeräusche als auch die Fahrgeräusche generell. Das ist schon, ich muss meine Stimme deutlich heben. Bei der Geschwindigkeit hätte ich keine Lust, mich dauerhaft zu unterhalten im Auto.
So, im Sportprogramm in den Doppelkreisen, hinten im Kofferraum liegt mein Koffer offen. Wäre nicht ganz so clever gewesen, Herr Gleitzmann. Aber ich will ja jetzt zumindest einmal ein bisschen flotter fahren. Da merkt man aber schon, dass das Fahrzeug sofort in den Kurven anfängt zu schieben. Also sowohl Größe als auch Gewicht zeigen hier ganz klar, Reifen sind auch schon wieder an der Grenze, dass er nicht unbedingt dafür gedacht ist, hier sportlich das Auto um die Kurven oder durch die Kurven zu prügeln oder zu werfen. Das geht schon. Ich finde die Lenkung auch eigentlich ganz angenehm. Aber ich glaube, gerade hier so bei den Lastwechseln merkt man auch, oder sollte man auch sehen vor der Kamera, dass das Auto dann immer so leicht von der einen Seite auf die andere kippt. Jetzt nichts Kritisches, aber auch nichts, was mich animieren würde, mit dem Auto mal schneller zu fahren. Das Fahrzeug ist mit einem WLTP-Verbrauch von 5,6 Litern angegeben. Von meiner Haustür über die Kraxer Straße zu meinem Fahreindruck komme ich hier auf einen Verbrauch von 7,4 Liter. Das ist dann ja, ne, mehrfach hochbeschleunigt, überhaupt nichts Effizientes gemacht. Der Langzeitwert über 932 Kilometer, 933 Kilometer sind 6 Liter. Das ist also schon ziemlich nah am WLTP dran. Und seit dem Tanken die letzten 160 Kilometer habe ich einen Verbrauch von 6,3. Ich bin den Wagen auch schon deutlich unter 6 Liter gefahren. 5,3, 5,4 hier gerade die Strecke zu meiner Werkstatt und wieder zurück, wo ich meistens ein bisschen effizienter und ruhiger fahre. Das ist also alles möglich. Ich denke, mit 6 Litern kann man ganz bequem fahren, aber auch unter 6 Liter bekommt man das Auto, ohne sich zu sehr zu kasteien. Vollgasfahrten auf der Autobahn werden dann aber eher in Richtung 7 Liter führen. Das Schöne an meinem Job, ich muss ja keinen Glaubenskrieg mitspielen hier. Ne? Elektro, Verbrenner, Diesel, Gas, ist mir doch alles egal, was sie da beschließen. Ich stelle euch die Autos ja nur vor und ich mag Autos. Da ist mir der Antriebsstrang relativ egal. Ich kann euch sagen, dass ich finde, dass hier dieser 150 PS Diesel wirklich gut zum Touran passt. Und was Durchzug angeht, was Laufruhe auch angeht, und der fährt sich einfach gut. Der Verbrauch ist auch klasse, finde ich schon alles gut. Aber ich finde halt auch bemerkenswert, wie laut das Auto ist. Also gerade bei höheren Geschwindigkeiten, das finde ich schon ein bisschen störend. Und wenn man sich jetzt wieder auf den Elektrostuhl setzt, ja, da fahre ich lieber elektrisch, ne? Als so laut durch die Gegend zu eiern. Ich bräuchte so ein großes Auto auch gar nicht mehr. Ich habe den Tempomat mal auf 140 km/h gesetzt. Die Kollegen hier vor mir fahren aber deutlich langsamer. Somit bremst mich das Auto jetzt auch angenehm langsam runter und hält den Abstand zum Vordermann ein. Jetzt setze ich den Blinker. Und das Auto fängt sofort an zu beschleunigen. Das ist hier in dieser Kurvensituation für das Auto ein bisschen schwieriger, weil das Auto ja, also der Vordermann trotzdem noch vom Radar erfasst wird, die Straße nicht unbedingt. Ja, macht aber ordentlich der Tempomat und funktioniert somit prima. Nun bringt das Auto auch einen Totwinkelwarner mit. Hier im Spiegelgehäuse befinden sich drei orangene LEDs, die aufleuchten, wenn sich ein Auto in den toten Winkel schiebt. Eigentlich warnt die Leuchte mich schon deutlich früher, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, was er rannaht, sind das zwischen 4 und 2 Autolängen, die ich vorher gewarnt werde. Es gibt auch einen Spurhalteassistenten. Ich lenke mal hier gegen die Spur, da fängt er mich wieder ein. Und ich klemme jetzt hier an der linken Seite, was einem schon zeigt, er hält mich also nicht in der Mitte der Spur und lenkt konsequent mit, sondern das System ist nur darauf programmiert, dass ich nicht die Fahrstreifen, die erkannten, überfahre. Jetzt hier Tempo 100, das zeigt er mir auch sofort an, hat er erkannt. Die Tempolimits, die ich gesehen habe, hat das Fahrzeug auch gut erkannt. Und damit habe ich alle 4 Assistenzsysteme im Touran mit an Bord, die ich mir sonst auch immer wünsche.
und die funktionieren auch ordentlich. Beim Spurhalteassistent würde ich mir natürlich noch wünschen, dass der mich auch optional immer in der Mitte der Straße hält, aber generell unterstützen mich die Assistenten gut auf längeren Strecken, sodass ich entspannter ankomme. Ja, Kinder, das war's doch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung hier zum Volkswagen, zum VW Touran, der letzte seiner Art, seit 2015 quasi unverändert, aber ständig geupdatet. Das habt ihr ja vor allen Dingen im Innenraum gesehen. Ich finde es wirklich schade, dass die Mitbewerber so nach und nach aussterben. Ein guter Freund von mir ist vorher Alhambra gefahren, wollte den eigentlich mit dem Diesel haben, gibt's nicht mehr. Und Touran war ihm dann ein Stückchen zu klein. Ich glaube, heute würde er sich das nochmal anders überlegen, weil man mit dem natürlich auch schön einen Wohnwagen ziehen kann. Ja, im Großen und Ganzen, ich finde, das ist ein sehr ausgereiftes Auto, was meines Erachtens auch viel Sinn macht. Wenn wir mal sehen, wann die letzten Familienvans aussterben. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Schreibt sie mir gerne hier direkt unter das Video. Wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.